Die Lage in Deutschland ist dramatisch. Viele Unternehmerinnen und Unternehmer sorgen sich um ihre Zukunft. Viele Verbraucherinnen und Verbraucher sind jetzt schon schwerlich imstande, die Kosten, die sie wöchentlich, monatlich, jährlich haben, zu leisten. Bei der Frage, wie wir dieses Land mit Energie, mit Strom, mit Wärme versorgen können, brauchen zurzeit die Köpfe. Die Grünen haben sich über die Maßen angestrengt, jetzt wieder die fossilen Energien in Deutschland voranzubringen und die Kohleverstromung wieder voranzubringen. Heute ist die zweite Alarmstufe beim Plan für Gas ausgesprochen worden. Was Robert Habeck allerdings nicht macht, ist tatsächlich alle energetischen Alternativen zu prüfen. Und dazu zählt natürlich der Atomstrom. Dieser Atomstrom ist durchaus betreibbar. Die drei Atomkraftwerke sind weiterhin betreibbar. Auch die, die bereits abgeschaltet wurden, können reaktiviert werden. Rechtliche Argumente, hinter denen man sich versteckt, sind völlig haltlos. Auch die Frage, wo kriegt man die Brennstäbe her, sind gerade zuletzt heute vom TÜV Süd widerlegt worden. Also wenn Robert Habeck über seinen Schatten springen würde und nicht so viel Ideologie in seiner Energiepolitik walten lassen würde, dann würden wir in der Frage, wie wir in den Herbst gehen, zum Tag heute deutlich besser dastehen. Na, interessant ist natürlich die Beobachtung, dass wir immer gesagt bekommen von den Damen und Herren, die die Corona-Politik oder jetzt die Energiepolitik exekutieren, alles wird sich ändern, nichts wird bleiben, wie es war. Die Welt nach Corona oder nach dem Ukraine-Krieg wird anders sein als zuvor. Und dennoch verharrt, die Beobachtung ist ja richtig, die Grüne Partei mit Herrn Habeck an der Spitze bisher bei diesem Dogma nicht rütteln am Atomausstieg. Also alles soll sich ändern, aber das bitte schön nicht. Das ist natürlich unvernünftig. Es wäre eine Pointe der Geschichte, wenn jetzt gerade die Grüne Partei rückgängig machen würde, was, und das muss ich natürlich schon vorhalten, was Schwarz-Gelb da mal ins Werk gesetzt hat. Also eine dem Namen nach konservative Regierung, angeführt von der Stimmungspolitikerin Frau Merkel, hat mitbekommen, weit, weit weg, hinten in Japan ist etwas passiert, ein Seebeben. Und weil Deutschland ja an so vielen Meeren liegt, müssen wir hier jetzt die Atomkraft schnell mal abschalten. Gleiches Ad-hoc-System natürlich auch wie bei der Aussetzung der Wehrkraft. Gab aber Demonstrationen damals. Das ist richtig, und das war der Auslöser, dieses kopflose, saudumme Handeln. Vater hat die Dinger gebaut und schüttelt heute noch den Kopf. Aber das geht eben halt nicht, dass man letzten Endes natürlich sagen muss, also die müssen jetzt mal schnell in Potte kommen, um einen Fehler zu beheben, den wir, also wir als CDU, maßgeblich mit zu verantworten haben. Und ich glaube nicht, dass heute eine Energie- oder ein Umweltminister, wie er vorher hieß, namens Altmaier, dass eventuell ein Kanzler Laschet heute sofort die Atommeiler wieder anstellen würde. Der wird sich auch für einen Status quo zurückrufen, also ich glaube, zurückbeziehen. Also ich glaube, mit einer anderen Regierung wären die gleichen Probleme da. Und da würden vielleicht heute die Grünen sagen, mal gucken, was Herr Laschet jetzt macht. Wir sind uns doch in der Sache einig. Und wir verurteilen ja Robert Habeck nicht für das, was andere Regierungen vor Jahren mal entschieden haben. Immerhin, nein, es geht um die Frage, wie fähig ist Politik heute, wie fähig ist diese Ampelregierung, auf eine aktuelle Krise zu reagieren, die dieses Land praktisch gegen die Wand fahren kann im Herbst und im Winter. Sie können sich das, also wir können uns das, glaube ich, alle nicht vorstellen, was uns hier bevorsteht. Es geht nicht nur darum, dass die Heizung vielleicht aus ist oder dass wir kalt duschen müssen. Es geht um die Funktionalität unserer gesamten deutschen Industrie. Also, und das wäre ein irreparabler Schaden. Aber Frau Schindler, hier muss ich Sie noch eine Sache fragen. Zurückblicken haben wir gerade, zurück auch auf die Zeit der Union als Regierungspartei. Aber es gibt ja auch eine Wahrheit, über die man auch sprechen muss. Treffen Russland die Sanktionen vielleicht gar nicht so stark, wie wir dachten oder wie die neue Regierung es dachte, wie es jetzt Deutschland trifft, wenn man jetzt auf Gas wieder schaut? Also nach den uns vorliegenden Informationen treffen Russland die Sanktionen sehr, sehr wohl. Aber Russland ist natürlich auch ein Staat, der versucht, wie können wir durch diese Krise da kommen und was können wir alternativ auf die Beine stellen. Und am Ende wird sich zeigen, wer den längeren Atem hat. Was Sanktionen betrifft, also sie werden langfristig wirken, nicht kurzfristig. Also die Illusion, man könnte durch Sanktionen sofort den Krieg beenden, die ist nicht gegeben. Also das halte ich für völlig illusorisch, würde nicht funktionieren. Das Problem, was wir haben, ist folgendes. Gas ist ein wichtiger Prozessstoff in der Industrie, chemische Industrie. Ja. Und wir haben ja zurzeit, wir sind gerade sehr aktiv dabei, die Automobilindustrie platt zu machen, durch Verbrennerverbote und Ähnliches. Im nächsten Schritt machen wir die chemische Industrie platt. Die ist nicht mehr kostenmäßig wettbewerbsfähig. Die wird in den USA produziert und in China produziert. Die Standorte gibt es auch schon. Dort gibt es billige Energie und bei uns nicht. Und das ist nicht nur ein momentaner Schock in diesem Winter, sondern es geht strukturell an die Substanz. Und Sie haben vorhin so schön Spanien vorgerechnet, die Einkommen pro Kopf. Wo haben wir denn gute Einkommen pro Kopf? In der Automobilindustrie und in der Chemieindustrie. Und wenn wir diese beiden Industrien verlieren, dann haben wir einen massiven Wohlstandsverlust. Das ist völlig ausgeblendet. Und vor dem Hintergrund, angesichts dieser Dramatik bin ich bei Ihnen, man müsste nicht nur die drei Atomkraftwerke länger laufen lassen, sondern die drei, die ja noch funktionsfähig sind, weil sie erst vor ein paar Wochen ausgeschaltet wurden, wieder anschalten.
Das ist der eine Punkt. Der nächste Aspekt das ist... Das Anschalten ist nicht nur ein Schalter. Das ist ja alles richtig. Da braucht man 18 Monate, die Brennstoffe zu besorgen, etc. Aber es lohnt sich, das zu tun. Und übrigens wäre es auch intelligent, wenn man dieser nutzen würde, perspektivisch, um Wasserstoff zu erzeugen. Wenn man die Energiewende wirklich machen will, braucht man ja Wasserstoff, um in der Zeit, wo Wind nicht bläst und so weiter, was zu machen. Es wäre intelligent, aber das ist, wie gesagt, wegen Ideologie nicht möglich. Ein Aspekt noch, wir sitzen nicht nur im Kalten, wir haben auch nichts zu essen. So ist es. Weil die Nahrungsmittelindustrie im hohen Maße von Gas abhängt. Wie dramatisch ist jetzt die Lage? Die Situation ist dramatisch. Das ist allumfassend. Aber die ist in jeder Hinsicht dramatisch. Mhm. Wir haben weltweit auch noch ein Problem. Wir haben weltweit das Hungerproblem. Mhm. Dazu müssten wir alles tun, um die Nahrungsmittelproduktion in Deutschland zu fördern. Machen wir nicht, weil wir legen lieber die Flächen still. Mhm. Wir müssten dringend alles tun, um jede Kilowattstunde zu sparen, sagt der Habeck ja auch. Machen wir nicht, weil Atomkraft ist ja buh. Aber trotzdem finde ich jetzt einen kleinen Einspruch hier. Das ist doch etwas zu apokalyptisch jetzt. Also Sie haben gesagt, wir machen jetzt die Chemieindustrie kaputt. Also BASF ist das größte Chemieunternehmen der Welt, meines Wissens. Also das wird jetzt nicht platt von diesem halben. Nein, die gesamte Automobilindustrie wird auch nicht platt gemacht. Die wird sich teilweise transformieren. Ich hoffe, vielleicht auch neu erfinden. Also nach einem halben Jahr sind nicht die beiden tragenden Industrien unseres Landes kaputt. Aber Herr Kistler, Sie machen einen Fehler. Sie denken, dass nach dem halben Jahr wir wieder billige Energie haben. Wir haben auf Dauer keine billige Energie mehr. Das Modell war billiges Gas aus Russland, versorgt die Industrie hier. Das ist es nicht mehr. Wenn wir LNG, also Flüssiggas haben, wenn sie überhaupt kriegen, wenn die Amerikaner es überhaupt noch liefern, wenn die selber teure hohe Preise haben, liefern die nicht mehr. Wenn die, oder Katar. Die müssen sie auch speichern. Die müssen hierher kommen. Das ist klimaschädlich hoch 10, das her zu transportieren. Und wenn es hier ist, ist es sauteuer. Das ist ein Kostenfaktor. Das ist nicht ein halbes Jahr. Mhm. Wenn ich jetzt der CEO von BASF wäre, ich habe einen Standort in den USA, ich habe einen Riesenstandort in China, meines Erachtens ist es der größte Standort, nicht in Ludwigshafen, sondern in China. Und ich frage mich, wo ist die Zukunft? Also ist die Zukunft nicht in dem Land, mit den höchsten Strompreisen, die wir schon vor Corona hatten, Russland hatten. Das ist einfach, das ist so ein Schuss ins Knie. Und dafür finde ich, ist Herr Habeck extrem entspannt. Er guckt betroffen in die Kamera und sagt, ich bin ja nicht dran schuld, was nicht stimmt, weil die Frau Merkel hat den Atomausstieg nicht gemacht, ohne die Grünen. Mhm. Der guckt aber immer so, mit seinem Schmollmund. Also er kommt bei Ihnen nicht gut an, der Habeck. Nein. Sie sind ich hab's nicht mit den Grünen. Es tut mir leid, ich bin in einer Leistungsgesellschaft groß geworden. Ich kann nur mit intelligenten Menschen was anfangen, halbwegs. Mhm. Und Herr Habeck, den finden Sie nicht intelligent? Geht nicht um Habeck. Ihr seid die Medien. Ja? Ihr wisst doch, was da rumläuft. Das ist doch, du fragst dich doch manchmal, wie die im normalen Leben zurechtkommen, wenn die Wimper mit die Probezeit nicht überstehen. Ich muss sagen, ich schätze einige Politiker. Nicht viele. Wirklich? Binnen. Ich schätze einige Politiker. Wenn Sie nichts sagen. Doch, ich kann gerne Namen aufzählen, aber das würde jetzt Sendung sprengen. Süddeutsche Zeitung schrieb heute, Habeck macht zurzeit alles perfekt. Also die Meinungen gehen wirklich sehr auseinander. Und nochmal, ich teile Ihre Diagnose doch, Herr Stelter. Ich will jetzt gar nicht sagen, die machen alles richtig, die machen das meiste falsch, die machen vieles falsch. Aber ich glaube, dass diese Apokalyptik, wenn wir uns da hineinsteigern jetzt, uns auch nicht weiterbringt. Katastrophen treten dann noch schneller ein, je fester wir damit rechnen. Andersrum. Ganz anders. Wir müssen jetzt Panik haben. Wir müssen jetzt Panik haben, damit es uns im Herbst nicht so schlechter geht. Also und ich sage Ihnen, wir haben noch nicht genug Panik verbreiten. Ich habe vorhin gesagt, wir haben in diesem Mai 2022 so viel Gas verbrannt für Stromerzeugung wie noch nie in der Geschichte Deutschlands. Das sage ich Ihnen ganz noch ehrlich. Noch ein Statement das von Frau Schimke. Noch ein Statement von mir. Also es ist nicht so, dass die Apokalypse uns von heute auf morgen überrollt in allen Lebensbereichen. Mhm. Das ist nicht der Fall, aber es geht Stück für Stück für Stück. Und zwar seit Jahren. Mhm. Wir haben keine Fachkräfte mehr, wir haben keine Arbeitskräfte mehr. Unternehmen können nicht mehr arbeiten, weil ihnen die Leute fehlen. Die Situation ist dramatisch. Corona ist noch immer nicht überwunden in den Bilanzen der Unternehmen. Gestern gerade erst sagte ein Hotelier, er braucht 17 Jahre, um die Verluste aus Corona wieder zu erarbeiten. Das ist unvorstellbar. Und da sitzen wir auch manchmal da mit offenem Mund und realisieren, was eigentlich gerade los ist. Und Ihre Partei hat die guten Jahre nicht genutzt, das Land krisenfest zu machen. So ist das, ja. Danke, würden Sie denn zustimmen, dass Herr Stelter meinte, dass Panik jetzt auch wichtig ist, um den Ernst der Lage zu erkennen? Nicht in der Bevölkerung, bei der Politik. Herr Habeck muss sagen, Sie waren dran. Aber nicht, ich möchte keine Panik bei den Zuschauern verbreiten oder im Volk. Aber die Regierung muss so handeln. Als kommt der schlimmste Fall, weil dann kann sie jetzt noch die richtigen Maßnahmen ergreifen. Schauen Sie,
Also Herr Stelter, ich habe jetzt Panik nach dieser Sendung. Nein, jetzt Sie müssen der Politik Sorgen machen, dass die sagen, wenn die nämlich jetzt nicht ihren Job machen, dann haben wir in der Tat einen bitteren Winter. Also in der Panik trifft man keine guten Entscheidungen, aber man sollte realistisch die Lage bewerten und danach handeln. Und das Schlimme ist, dass wir gerade in Fragen der Strom-Energieversorgung zum Teil auch ideologisch regiert werden, ja, und eben nicht objektiv. Und das wäre gerade in so einer Krise jetzt sehr angebracht. Bei Corona kam ja immer das Stichwort, der ganze Instrumentenkasten muss auf dem Tisch, der muss ja auch auf den Tisch, der liegt ja nicht auf dem Tisch. So ist es. Das Problem ist ja, ihr habt mich eingeladen, weil ich hier Bürger bin, ja? Ja, genau. Dann hört doch auch auf die. Wer soll denn, wenn bei mir was nicht funktioniert in der Firma und du redest und es bringt nichts, ja, und dann hat man meinen Stiefel im Hintern, damit es funktioniert. Und dann man redet öfter oder man überlegt sich was, oder es gibt Konsequenzen. Die Politik braucht auch Konsequenzen. Ja, natürlich. Natürlich. Das ist doch dieser Unterschied, der einen wahnsinnig macht, wo man sagt, hier kannst du ja eh treiben, was willst. Dann enden wir sogar mit Ihrem Statement heute.